So, was geht? Niklas hier von PPF Germany. Wir wollen heute über ein Thema sprechen aus dem Bereich Ernährung. Und zwar ist es gerade ein Video für die Leute, die gefühlt irgendwie gerade so ein Plateau haben, nicht weiterkommen, die eigentlich, denken sie zumindest, sehr viel trainieren und trotzdem halt irgendwie es nicht mehr so klappt, wie es früher mal ging. Man muss gefühlt für jede Minute beim Laufen, für jedes Kilo im Krafttraining muss man mehr machen, wenn überhaupt man so weit kommt. Irgendwie läuft es gerade nicht. Eine der Sachen, der dafür verantwortlich sein könnte, könnte das Thema Ernährung sein mit dir. Denn was wir häufiger sehen, ist, dass was das Thema Kalorien angeht, da oft ein Fehler vorliegt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was wir nämlich sehen, ist gerade bei Athleten, die sehr viel trainieren, die ein hohes Ziel haben, sie unterschätzen einmal, wie viel Kalorien Training und im Grunde nicht nur Training, sondern aber auch danach die Zeit, also die ganze Regeneration, an Kalorien verbraucht und parallel dazu überschätzen sie aber auch, was sie essen. Das heißt, ganz konkret, sie denken einmal, sie würden sehr viel essen, achten da vielleicht auch sehr streng drauf, weil sie halt eben nicht wollen, dass sie Körperfett zunehmen, dass sie da irgendwie ihre Form verlieren, dass sie optisch da irgendwas verlieren, achten deswegen sehr auf die Ernährung und essen deswegen tendenziell zu wenig. Einfach weil sie denken, boah, ich esse jeden Tag 3.000, 4.000 Kalorien safe, tracken das Ganze mal nicht, machen das irgendwo aus dem Bauchgefühl und überschätzen einfach oft, was sie essen. Sie denken, sie essen genug, haben aber eigentlich vielleicht sogar, wenn sie gerade mal in Phasen sind, wo ein hohes Trainingsvolumen ist, haben sie dann vielleicht sogar ein kleines Defizit. Das ist ein großer Fehler, liegt wahrscheinlich bei den meisten daran, dass sie, wie gesagt, einfach Angst haben, irgendwo ihre Form zu verlieren, dass sie halt nicht sauber aufbauen, dass sie vielleicht gerade in Phasen, wo wirklich dann halt viel gegessen werden muss, weil das Trainingsvolumen halt zu hoch ist, weil die Intensität zu hoch ist, sie dann halt irgendwie vielleicht Fett aufbauen. Und da haben einfach viele Athleten Angst vor. Logischerweise, verständlicherweise, aber gerade in halt Phasen, wo viel trainiert wird, wo intensiv trainiert wird, muss auch dementsprechend die Ernährung einfach mit hochgeschraubt werden. Weil ansonsten haben wir ein Plateau, haben wir ein Defizit und durch dieses Defizit kann dann ein Plateau entstehen. Was da auch immer noch mit reinspielt, ist einfach, dass Athleten oft unterschätzen, wie viel Kalorien eigentlich so eine Trainingseinheit verbraucht und dann aber auch, was der Körper danach noch weiter verbraucht. Weil nur weil jetzt gerade das Training vorbei ist, ist ja der Körper dann nicht wieder auf seinem ganz normalen Niveau. Also gerade nach intensiven Trainingseinheiten ist der Körper ja noch Stunden danach oder teilweise auch Tage danach noch aktiv. Dann fängt er für den Körper an sich hier erst wirklich die Arbeit an. Und im Training setzen wir nur einen Reiz und danach in der Zeit, wo wir dann ja Pause machen, da ist ja der Körper damit beschäftigt, diese Schäden, die erstmal Training entstanden sind, zu reparieren und dann aber auch besser zu werden. Also wir werden ja nach jedem Training, wenn der Reiz halt ausreichend war, Prinzip der Superkompensation, werden wir auch besser. Aber das passiert ja nicht irgendwie durch Wunderhand oder einfach nur durch Schlafen oder so, sondern da muss der Körper wirklich hart für arbeiten. Und gerade nach intensiven, langen Einheiten, wo wir viel Energie verbraucht haben, den Körper auch irgendwo logischerweise bewusst leichte Schäden in der Muskulatur zum Beispiel verursacht haben, da muss der Körper einfach halt sehr hart arbeiten, um dann wieder fit zu werden. Und das braucht logischerweise Energie. Das verbraucht Energie. Das steigert unseren Grundumsatz. Das steigert das, was wir brauchen. Viele Athleten haben halt zum Beispiel hier so eine Uhr wie ich auch, die dir dann ansagt, ey, du warst jetzt eine Stunde laufen, das hat verbraucht, keine Ahnung, 600 Kalorien zum Beispiel. Und sie glauben das halt. Aber das Problem ist, bei diesen Uhren kann man auch gut googeln, gibt es gute Studien zu, die zeigen einfach oft nicht wirklich gut an, was gerade wirklich verbraucht wird. Entweder zu viel, zu wenig, dann ist auch oft ein Problem, dass man hier irgendwo auch immer das Gewicht einstellen muss und da schwankt er irgendwo und manche stellen das halt einmal ein und dann nie wieder und dann geht die Uhr halt davon aus, dass du, weiß nicht, zum Beispiel 80 Kilo wiegst, hast dann mittlerweile ein bisschen was aufgebaut, wiegst offenbar 85 Kilo, brauchst deswegen auch mehr, verbrauchst deswegen auch mehr und die Uhr weiß es aber nicht, weil du es einfach nicht nachgestellt hast und dann zeigt es dir an, dass du zum Beispiel 600 Kalorien verbraucht hast, du aber eigentlich vielleicht 650, 700 verbraucht hast. Und so entsteht dann in der Regel durch diese beiden Punkte einmal einfach unterschätzen, was der Körper verbraucht, schon Defizit und dann überschätzen, was du isst. Du denkst, du isst genug, tust es aber eigentlich nicht, weil du halt eben auch ordentlich trackst. Dann entsteht in vielen Fällen ein Defizit, von dem die Leute gar nicht wissen, dass es da ist. Und dann ist es logisch, dass dann im Körper, gerade in so Phasen, wo man aufbauen will, wo man besser werden will, fehlen dem einfach Energie, dem fehlen Kalorien, was auch immer, Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Und deswegen bist du gerade auf dem Plateau, wo du halt nicht weiterkommst. Du fragst dich halt, hey, ich habe im Training eigentlich nichts anderes gemacht, ich trainiere sogar härter als vorher vielleicht sogar. Ich habe bei Ernährung nichts anderes gemacht, ich esse immer das Gleiche, eigentlich genug.
Ne? Woran liegt es? Und dann kommt man eben nicht weiter, weil man einfach das nicht erkannt hat, dass vielleicht die Ernährung das Problem ist, dass man vielleicht mal einfach mal für eine Woche, für ein, zwei Wochen mehr essen sollte, gucken, was passiert. Und bei den meisten ist es dann so, wenn man dann wirklich wieder mehr isst, ist dann logischerweise wieder mehr Energie verfügbar. Der Körper kann dann wieder damit anfangen, richtig besser zu werden. Ja, macht dann wieder Fortschritt im Training. Und du brauchst auch keine Angst haben, wenn du jetzt mal ein, zwei Wochen ein bisschen mehr isst, 200, 300, 400 Kalorien mehr, einfach ein bisschen zu testen. Du wirst davon jetzt nicht sofort massig Fett aufbauen. Wahrscheinlich wird sowieso nicht viel passieren, weil dein Körper davor ja im Defizit war. Diese ganzen Defizite ausgleichen muss. Und dann geht es irgendwann weiter. Wenn du ein Plateau hast, versuch auf jeden Fall einfach mal an allen Stellschrauben irgendwo zu drehen. Und dazu gehört eben auch die Ernährung. Das heißt, versuch einfach mal, wie gesagt, für eine Woche, zwei Wochen ein bisschen mehr zu essen. Guck, wie du darauf reagierst. Track dein Essen auch mal vernünftig. Wieg dich auch mal vernünftig, dass du auch mal siehst an der Waage, hey, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mal ein bisschen mehr esse? Werde ich dann schwerer? Bleibe ich dann gleich? Was auch immer. Und dann kannst du irgendwo auch entscheiden. Weil es gibt diesen Grundsatz, assess, don't guess. Also bewerte etwas, kontrolliere etwas und rate nicht, assess, don't guess. Darum geht es hier im Endeffekt auch. Guck dir wirklich mal an, okay, alles klar, was esse ich wirklich, wie viel esse ich wirklich und auch wie ist meine Makroverteilung wirklich. Und dann aber auch andersherum, wie viel brauche ich eigentlich? Du kannst easy herausfinden, wenn du halt so und so viel isst, okay, wo sind ungefähr meine Erhaltungskalorien? Wenn sich auf der Waage nichts tut, dann werden das wahrscheinlich deine Erhaltungskalorien sein und dann logischerweise auch, okay, wann fängt denn der Körper an, auf der Waage mehr zu wiegen, wenn ich wie viel esse? So kann man das näherungsweise herausfinden. Und dann hast du irgendwo auch Daten, dann hast du irgendwo Fakten, wo du halt weißt, ey, alles klar, ich muss in einer Phase mit sehr viel Belastung so und so viel essen, wenn ich erhalten muss ich so und so viel essen. Und wenn ich vielleicht mal jemanden abnehmen will, dann muss ich ungefähr so und so viel essen. Das ist mega wichtig. Gerade bei diesen hohen, intensiven Einheiten ist das wirklich brutal wichtig. Und das ist auf jeden Fall meine Botschaft hier für das Video. Wenn du ein Plateau hast, achte auf jeden Fall mal darauf, wie viel du isst, wie viel du verbrauchst, ob da vielleicht der Fehler liegt. Hoffe, dass dir das Ganze geholfen hat. Sehen wir nämlich einfach, wie gesagt, immer wieder bei Athleten aus dem Coaching, dass sie sehr viel trainieren, sehr viel Arbeit reinstecken und dann einfach leider nicht das rausbekommen, was sie eigentlich rausbekommen könnten, eben weil sie ihre Ernährung nicht vernünftig tracken und dann zu wenig essen. Dann kommen wir, gucken uns das Ganze an, überlegen uns, hey, wo könnte der Fehler eigentlich liegen? Dann sagen wir, hey, track doch mal jetzt die ganze Woche durch oder mal mindestens 3 Tage und dann wird sich immer in den meisten Fällen herausstellen, okay, ey, du isst zu wenig, deine Makros passen nicht, iss mal das und das mehr und dann geht es auch wieder nach vorne mit den Leistungen. Genau, wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei uns und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hau rein!